Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zum Finale von Let's Play Mega Man X8. Spoiler! Das Spiel ist gleich vorbei. Ja, wir hören uns Luminis letzte Worte an. Das ist ja unglaublich. Ich meine, das ist ja unglaublich. You really don't have a grasp of the situation, do you? Oh well, you'll find out soon enough. What the fuck? Axel. Und nun? X, status report. This is X. Axel has taken damage, but he's fine. We're headed back now. Mann. Awakening. That's how Lumine described it. He said this was evolution. If he's right, then what are we doing? Kann das Spiel mal aufhören, die Auflösung so oft zu wechseln? Genau dann bricht immer mein Aufnahmeprogramm ab. I bet you've been thinking about what Lumine was saying a while ago. Well, don't let it get to you. Just becoming Sigma could hardly be called evolution. Anyway, X. Even if we Reploids are destined to join the scrap heap when that evolutionary step does come about, we still have to fight, not only against Mavericks, but against our own destiny as well. Ja, Mega Man Mega Man X8, X8, ich kann das nicht aussprechen. Mein Gott, nein, voll peinlich, wieder abbrechen. Nein, ja. Puh, was soll ich jetzt sagen? Ja, das ist jetzt mein erstes Projekt, das ich hier vollständig erledigt habe. Und in diesem wichtigen Moment habe ich keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Ja, was kann ich beim Spiel sagen? Tolles Spiel. Echt cooles Spiel. Ich verstehe nicht, warum die keine weiteren Spiele mehr von der X-Serie gemacht haben. Ich weiß, es gibt hier noch diese Rollenspiel-Anhänger. Aber ich weiß nicht, kamen die vorher raus oder später? Jedenfalls, ich hätte gerne noch X9 und X10 und was weiß ich noch alles gesehen. Also ich finde die Serie einfach klasse. Vor allem, weil ich auch keine Ahnung von den normalen Mega Mans habe. Ja, was noch? Mir hat das Spiel natürlich Spaß gemacht. Also ich kann das Spiel immer wieder spielen. Ich könnte das direkt nach diesem Spieldurchlauf schon wieder durchspielen, ehrlich gesagt. Habe ich kein Problem mit. Vor allem, wenn man privat zockt, das Spiel kann man wirklich, man hat gesehen, in 10 Stunden oder so durchspielen. Ich glaube, ich habe es auch schon so in 8 oder 7 Stunden schon mal durchgespielt. Also macht Bock. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja.
Der letzte Boss war ein bisschen einfach. Ich glaube, Sigma war der stärkste von den dreien. Also danach vielleicht noch die zweite Lumine-Form. Dann die erste Lumine-Form, würde ich sagen. Hatte ich auf jeden Fall schwieriger in Erinnerung. Aber ich glaube, es ist auch nicht so sehr gedacht, dass man alles hat bis zu diesem Zeitpunkt. Aber egal, wir hatten es ja. Und ja, ich versuche jetzt noch irgendwelchen random Zeug hier reinzuplappern, um hier nicht die Credits in absoluter Stille vorbeilaufen zu lassen. Aber langsam weiß ich nicht, was ich sagen soll, und langsam würde ich mir wünschen, die Credits würden weggehen, damit ich aufhören kann zu reden. Ja, es gibt allerdings noch ein, zwei Sachen, die ich von diesem Projekt zeigen möchte. Und zwar gibt's, ihr habt ja noch gesehen im Chip Shop, was, also in dem Shop, wo man Chips kaufen kann, da fehlen noch so ein, zwei, drei Sachen. Und die würde ich dann irgendwann mal gerne auch mal zeigen. Ob die jetzt sofort kommen, weiß ich nicht, aber vielleicht kommen die auch nie. Ich mache jetzt hier keine Versprechungen. Also nicht, dass die dann sagt, ey, du hast doch mal gesagt, du machst das. Und ja, mal gucken. Ich packe es schon irgendwann mal hier rein. Oder vielleicht mache ich es noch, damit ich hier mit dem Projekt zu Ende bin. Damit ich fertig habe. Und ja. Ich hoffe, ihr habt euch alle die Namen gemerkt, ne? Ehre wem Ehre gebührt. Capcom. Endstuff. Eiro Shirahama. Und danke fürs Spielen. Ja, gern geschehen. Und Dankeschön fürs Zuschauen, sage ich natürlich auch. Capcom. Und ja. Das war's mit Let's Play Mega Man X8. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Als die hohen Tiere erfuhren, dass Lumine zum Maverick geworden war, wurde beschlossen, die Produktion aller neuartigen Reploiden mit Kopierfähigkeit, die noch in Fertigung sind, abzubrechen und den Einsatz von Kopierchips einzustellen. Doch weil die Entwicklung des Weltraums in vollem Gange war, hatte der Bedarf an diesen hochentwickelten neuartigen Reploiden in keiner Weise nachgelassen. Jahre später wurde die Produktion von Kopierchips gegen den Rat derjenigen, die ihre Geschichte studiert hatten, wieder aufgenommen. Okay. Menschen und Roboter, die in Harmonie als Gleichgestellte zusammenleben. Das war mein letzter Wunsch. Dr. Thomas Light. Levelabschluss speichern. Ja, meinetwegen. Ja. Ach so, dann beginnt ein New Game Plus, nehme ich mal an. Warte mal. Ja, hier. So, und jetzt haben wir da ein Sternchen. Ha. Und ich würde dann sagen. Oh, das habe ich noch nicht gezeigt, ne? So, jetzt noch den Titelbildschirm, bitte. Danke. Ja, hiermit verabschiede ich mich offiziell von Let's Play Mega Man X8 und von euch. Und wir sehen uns, falls hier nicht noch die Bonussachen hinterherhänge, im nächsten Projekt. Ja, wenn ich die Sachen hinterherhänge, dann sehen wir uns gleich noch. Aber wenn nicht, dann sehen wir uns irgendwann mal ein andermal. Tschüss! Und bis zum nächsten Projekt. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin Daniro LP und sage Wiedersehen!